Ja, hallo und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem etwas anderen Spiel, das ihr bei mir auf dem Kanal seht. Und zwar ein Spiel, was schon wahnsinnig erfolgreich ist, aber bisher ehrlicherweise komplett an mir vorbeigegangen ist. Dabei handelt es sich um Stardew Valley und der ein oder andere wird noch gar nicht wahrscheinlich mit dem Spiel in Berührung gekommen sein. Ich habe es mir auch jetzt im Steam Summer Sale geholt und dachte mir, jetzt muss ich es mal einfach andaddeln. Aber um was es eigentlich im Prinzip geht, was die Hintergrundstory und die Hintergrundhandlung ist, will ich euch jetzt erstmal präsentieren. Deswegen schauen wir uns sozusagen das Intro von dem Spiel so gesehen an und wünsche euch damit ganz viel Spaß und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Thank you.
Damit haben wir jetzt gesehen, was denn eigentlich das Thema ist. Also wir haben hier diesen Hof übernommen und jetzt wird es natürlich spannend, denn das sind wir. Ja, ich habe mir so ein, ob das jetzt genauso passt, das ist halt mal wieder eine ganz andere Grafik, die man so schon lange nicht mehr gewohnt war, sag ich mal. Vielleicht der Stuhl, der, nee, der könnte nicht. Aha, da kann ich ja so, ich habe es auch noch keine. Mache ich damit? Warum nimmt er das nicht? Gießen bringt wahrscheinlich nichts. Ah! Ich habe einfach den Nackensalat. Du hast 15 Samen für passt den Nacken erhalten. Hier eine Kleinigkeit. Den Start zu erleichtern. Bürgermeister Louis, der ist aber lieb von ihm. Ich sollte mir vielleicht nicht alles wegnehmen. Ich gehe einfach wieder schlafen. Nein, natürlich nicht. Das wär's ja. So, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. So, das ist mein Hof. Den haben wir ja gerade schon kurz wahrgenommen. Das heißt, irgendwie muss ich ja jetzt in die Stadt, hieß es. Wie schaut's denn hier aus? Aber ich glaube, ich gehe erstmal in die Stadt. Was ist das? Wattendatten? Ah, da kann ich irgendwas reinlegen. Ich nix. Du hast keine Briefe. Ich habe keine Briefe. Dreist. Das ist ein versteckter Gegenstand. Ich lasse das einfach mal. Leg das mal ab. Ja. So, also wir gehen jetzt erst einfach mal in die Stadt. Wie gesagt, ich bin ganz neu in dem Spiel. Aha. Den Bus brauche ich eh nicht. Was das? Außer Betrieb. Was denn das? Weiß man nicht. Oh, ich kann nicht dich. Komm her. Komm runter. Tada! Geht doch. Okay. Oh, ich habe eine Pflanze. Löwenzahn. Also, wie gesagt, man hat hier so seinen Hof und den muss man ja so ein bisschen, ja, jetzt wieder in Schuss bringen. Und jetzt werde ich mich erstmal hier vorstellen. Wie gesagt, ich habe echt keinen Plan, um was ich hier genau machen soll. Aber das ist ja das Schöne, dass wir das immer zusammen alles so erkunden. Was? Ah. Ich sag einfach, ui. Oh, du bist Saika. Hallo. Brauchst du Vorräte? Nee, danke. Ich spreche jetzt mal mit den Leuten. Weipe zum Sternenfall. Ah, das ist schön. Das war schon alles? Abigail. Okay. Das alles? Mehr kann ich mit euch nicht belabern? Hatte mir da jetzt irgendwie mehr erwartet. Aha, die wohnen hier alle. Was ist denn das? Altar. Okay. Also was, auch wenn es jetzt eigentlich nichts damit zu tun hat, wie Zelda zum Beispiel war, aber es erinnert mich so unfassbar daran. Ja, und jetzt habe ich auch mit euch alle mal geschwatzt. So, okay. War ein tolles Gespräch hier. For sale. Was? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht mal genug Geld. Natürlich nicht jetzt. Okay, also da gibt's hier, das ist hier der scheinbar der wichtige Laden. Schauen hier, da ist. Der Sound. Der Arzt der Stadt. Also wenn es mir richtig schlecht geht, gehe ich wahrscheinlich zu dem hin. Okay. Ui, eine Dicke. Okay. Gibt's hier sowas wie ein Questlog?
Nett, dich kennenzulernen. Hi Sam, freut mich auch. Ich fand übrigens den Anfang ganz nett. Habt ihr, ist euch das im Intro der von Julia der Ding aufgefallen? Das Skelett ganz rechts. Okay, das ist der Gegenpol zum anderen Laden. Okay, er will nicht mit mir labern. Und man merkt auch schon direkt, hier ist es ein wenig steriler. Ich mach dich fertig. Der Repräsentant für Kundenzufriedenheit. Hallo? Nee, ich glaube, der will nicht mit mir labern. Da war doch was. So, irgendwie fehlt mir so ein bisschen. Also hier oben kann ich ja mein Inventar, meine Fähigkeiten, Soziales, Karte. Oh. Herstellung, Sammlung, Option. Okay. Ui. Ui, was ist denn da drüben? Also erstmal scheint es jetzt einfach so ein bisschen Erkundung zu sein. Ich gehe mal einfach zu jedem Hallo sagen. Sag, schau mal, was so passiert. Laden. Nee, ich will jetzt nicht. Ich wollte einfach ein bisschen mit dem labern. Ich will mich da einfach nochmal kennenlernen. Und wer ist hier? Ui. Der Gunther. Im Ache, ja. Und wir haben keine Artefakte, die wir ausstellen können. Ja, das war, falls du irgendwelche Artefakte oder Minerale draus findest, kannst du es mich mit. Natürlich. Also, okay, wenn ich Artefakte oder sowas habe, dann sage ich ihm Bescheid. Hier fehlt ein Buch. Okay, alles klar. Sobald es da was gibt, muss ich hier. Okay, alles klar. Erklärt sich so ganz langsam, was man hier so machen kann und muss. Aber ich glaube, das Wichtigste wird erstmal einfach meine Farm selbst sein. Das schaut nach dem. Ja, ich wollte sagen, Kirche und Bestatter aus. Wer ist denn hier? Niemand zu Hause? Hallo? Kann ich was mitnehmen gelassen? Ach, das ist hier der. Ach, das ist das Bürgermeisterhaus. Okay. Da lasse ich lieber mal nichts mitgehen. Ich bin ganz neu in der Stadt. Vielleicht sollte ich da. Ah, okay. Da geht es in den Untergrund. Aber da will ich erstmal gar nicht hin. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt gleich gewollt ist, dass ich da schon mal in den Untergrund gucke. Erstmal die Leute hier alle so kennenlernen. Emily! Aha. Mit Emily ein bisschen abhängen im Pelikan. Ist doch nett. Und was hier? Niemand zu Hause. Ich gehe lieber wieder, bevor hier jemand kommt und sagt, Einbrecher, Einbrecher! Mein Energielevel ist so ein bisschen mau. Hofbuch. Ah. Ach Mann, vielleicht hätte ich da mal vorher drauf drücken müssen. Ah ja, das ist ja nett. Okay. Ich kann. Oh, die Evelyn ist eine nette, ist eine Omi. Die ist ja süß. Die sind alle lieb. Die sind alle goldig hier, muss man ja sagen. Die spielen wohl, glaube ich, kein World of Tanks. Die Jody, die sind auch so alle ansehnlich. Natürlich kenne ich schon deine Tochter, aber die Mutter ist jetzt auch nicht so ganz schlecht. Der Vincent! Aber du siehst in Ordnung aus. Vincent, vollkommen richtig. Selbst der Kontrolleur ist ja netter. Ich bin ja schwerst begeistert. So viele nette Menschen. Oh. Haha, ich kenne mich da aus. Oh, da war ein Frosch. So, alles eingesammelt. Ich wusste doch, dass da irgendwas geht. Oh, Pelikan-Town. Oh, oh, no, toll. Ist verschlossen. So, wie viel muss ich noch Hallo sagen?
Oh, noch 13. So viele Leute habe ich hier gar nicht mehr wahrgenommen. Wo geht's denn da oben hin? Also erstmal ist das alles hier so ein bisschen erkunden. Ach, da geht's auch noch weiter. Okay, hier haben wir... Ah. Hallöchen. Ja, das ist auch anstrengend. Du, wem sagst du das? So, was ist da? Ach, nur Freunde. Ich will doch dein Freund sein. Ich bin netter. Wer bist du? Wissenschaftlicher. Aha. Was für Leute es hier gibt, du? Total begeistert. Und wie groß das alles ist. Oh, der schaut mal ein bisschen... Der Linus. Oh, der ist aber... Jetzt nicht so der... Der ganz viel spricht. Eisenbahn. Eisenbahn da lang, oder was? Ne, ich gehe mal da rechts lang. So, wie gesagt, gerade bei so... Ah. Ich mach mit. Geh weg! Na oh, toll. Ich wollte hier schön supporten. Minus 2 Energie, plus Gesundheit. Look, 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 look. Oh, da kann ich rüber. Mal Hallo sagen. Hallo. Oh, oder auch nicht. Na toll. Ich will mich noch ein bisschen um meinen Hof. Oh, 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 dich habe ich noch nicht begrüßt. Richtig cool. Also die Gespräche sind nicht so ganz tiefgründig. Kann ich da. Ich muss dann dem anderen noch Hallo sagen. Nee, da geht's nicht. So, noch 10 Leute. Ja, ich komme schon rum in der Stadt. Also das kann man nicht anders sagen. Es wird langsam dunkel. Vielleicht sollte ich auch mal wieder nach Hause. Nicht, dass ich hier noch irgendwie abhanden komme. Ja. Und dann, zack, schon tot bin. Und erfriere hier. Ich weiß ja nicht, wie warm es hier ist oder kalt oder... Oder was auch immer. So, hier war ich ja schon mal. Aber in diesen Randbezirken war ich immer noch nicht. Oh, das ist eigentlich ganz nett. Vielleicht kann ich ja jetzt noch mal zu dieser Bar. Weil die müsste ja jetzt bald mal offen sein. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo die gewesen ist, gell? So, wo geht's da noch hin? Oh ja, schön, an den Strand. Inventar voll. Lass mal, schmeiß mal irgendwas weg. Warum schmeißt er das jetzt nicht weg? Schmeiß weg. Ja. Eine Venusmuschel. Ich mag Venusmuschel. Aber schön, wie es hier rauscht. Oh. Und da? Ja, genau, weil ich jetzt erstmal dran Holz sammle. Verschlossen. Toll, jetzt bin ich hier am Strand und es ist keine Sau da. Wahrscheinlich, weil es dunkel ist, weil alle schon nach Hause sind. Mache Pause, bin morgen wieder zurück. Das ist ja super. So, jetzt machen wir noch eins. Jetzt schaue ich erstmal, ob ich in diese Ding komme. In diese Bar. Wenn ich wüsste, wo die war.
Kneipe. Bis 0 Uhr. Müsste ja noch offen sein. Erstmal über den furchteinflößenden Friedhof wandern. Das war sie nicht, gell? Nee. Oh, das sind aber. Oh, da sind viele Leute drin. Ganz viele Leute zum Besprechen. Hallo? Du bist aber ganz schön teuer, mein Freund. Hey, könnt ihr mir was ausgeben, wenn ich mir was leisten könnte? Das kenne ich. Hallo? Sprich mit mir. Was bist denn du für eine Unhöfliche? Da drüben gibt es Spielautomaten. Ach, geil, da kann man echt spielen. Alter, ich mache hier einen Highscore. Oh, so viel zu Highscore. Ich wäre früher, glaube ich, auch schon nie gut in der Halle gewesen, in der Spielhalle. Nein! Na gut. Okay, nette Idee, aber bringt mich jetzt auch nicht weiter. Nur 19 Leute. Pass auf, wir gehen jetzt auf meine Farm und dann mache ich hier mal weiter bei meiner Farm. Ist ja auch schon dunkel. Wir wollen jetzt auch mal gucken, was da drüben so los ist. Ist ja mein erster Tag, da muss ich jetzt auch nicht so viel ist ganz schön anstrengend, mit so vielen Leuten zu reden. Erstmal schlafen. So. Mach mal auf. So, ich bin ins Bett. Ja, ist müde. Ach, jetzt geht's mir wieder besser. So, jetzt schauen wir mal, was ich auf der Farm machen muss. Erste Schritte. Wenn du dabei musst, einen Grundlagen haben. Nutze deine Hacke, um das Feld zu bestellen. Benutze deinen Saat, um diese Erde etwas anzupflanzen. Bewässer sie jeden Tag, bis die Pflanzen bauen einen passenden Acker an und ernte sie. So. Oh, ich habe einen Brief. Ja, jetzt. Genau. Jetzt gehe ich an den Strand. Nein. So, erstmal hier aufräumen. Schaut hier total verwildert aus, muss ich schon sagen. Muss ich das Ganze hier alles roden? Das ist aber Arbeit, du. Ich wollte hier so ein bisschen chillen, einfach jetzt von meinem stressigen Leben aus meiner Arbeit heraus. Und jetzt muss ich hier sowas machen. Daten. Ein Stein. So, ich glaube, ich faser jetzt erstmal was an. Ich baue jetzt erstmal was an. So, dass hier ein bisschen schöner wird. Weiß nicht, wofür das gut ist, aber ich kann es machen. So, Pastinake. Ich kann es nirgendwo einpflanzen. Okay. Ich werde der erste Mensch sein, der an Stardew Valley scheitert. Ich kann das nirgendwo hin tun.
glaube, das Spiel trollt mich absichtlich. Ist da unten noch irgendwas, wo ich hin könnte? Oder muss ich erstmal den Boden bewässern? Das, weil der sagt natürlich hier, der Boden ist so kacke. Hier geht's auch nirgendwo hin. Nein, da nicht rein. Also es tut mir echt leid. Ich bin vielleicht gerade ein bisschen arg doof. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich mordspeinlich, weil jeder von euch das schon mal gemacht hat und weiß genau, was er da gerade zu tun hat. Es sind noch die Ruinen übrig. Aber ich habe keine Ahnung. Erster Schritt, der Wende überhaupt, musst du mit Grundlage anfangen. Benutze deine Hacke, um das... Ach, meine Hacke. Ich weiß natürlich nicht, ob das hier überhaupt das Feld ist. Bist du das Feld? Ich glaube, das Spiel verarscht mich. Oder ist das da hinten sozusagen offiziell das Feld? Meine Damen und Herren, der erste Mensch, der Stardew Valley nicht kapiert hat, spielt live für sie und scheitert. Also in meiner Welt ist das hier ein Feld. Ist zwar nicht schön, aber ich kann es hier einsetzen. Aber ich kann hier drauf rumharren, hauen, wie ich will. Mit der Hacke. Da passiert mal gar nichts. Und sonst kann ich aber auch nirgendwo gefühlt... Warte mal. Geht's denn da noch so hin? Und ansonsten haben wir einfach mal eine halbe Stunde jetzt Adventure gespielt und sind einfach mal rumgelaufen. Kann man auch mal machen. Geh weg. Geh weg, du Setzling. Da hoch. So. Was da oben? Vielleicht ist da ja irgendein Feld. Nee. Das ist schon meine Farm. So. Was ist in der Höhle? Da ist mal gar nichts. Super Höhle. So eine Höhle wollte ich schon immer mal besitzen. Nicht. Wisst ihr, was das Allerpeinlichste an der Geschichte jetzt ist? Selbst meine Mom, die hat mir gesagt, sie spielt das. Weiß, was da gemacht werden musste. Das, vielleicht gibt es auch irgendein Feld noch, wo ich noch nicht auf dem Zettel habe. Ja, natürlich. Jetzt habe ich plötzlich wieder eine Axt, die stark genug ist. Alter, ist das anstrengend. Guckt euch mal meine Leiste unten an. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das anstrengend ist. Wäre für mich auch anstrengend, wenn ich nicht wüsste, was ich mache. Ja, was heißt wäre? Ist für mich auch anstrengend. Also für mich ist das hier alles Feld. So, das ist alles im Prinzip zu bestellen. Und ich weiß nicht, warum ich hier das nicht machen kann. Ich kapier's nicht. Und das ist die Hake, mit der hau ich jetzt einfach mal so lang in den Boden, bis irgendwas mal passiert. Aber man kann ja auch nicht 35 Milliarden Stunden in den Boden hacken müssen. Da seht ihr auch meine Energie da unten.
fällt ja rapidest ab. Wir müssen dann essen, ja, hau dir mal rein. Aber ich kann, das ist überall rot. Ich kann das nirgendwo einsetzen. Ja, das tut mir sehr leid, dass ich euch zwar jetzt ein bisschen von Stardew Valley zeigen konnte, aber so das Richtige, wir bestellen uns mal hier unser Feld und machen unseren Hof. Dafür war ich irgendwie zu doof. Aber ich bin gern dafür Ohr, wenn ihr mir sagt, was ich hätte machen müssen. Wie gesagt, vielleicht findet man das ja dann noch irgendwie unter dem Video in den Kommentaren raus. Ja, trotzdem war es das mal so ein Einblick. Schaut schön aus. Man kann bestimmt nett rumlaufen. Ich selber bin ein wenig gescheitert. Es tut mir leid. Aber ihr seht, es sind keine Panzer. Man kann nichts kaputt machen. Und schon verzweifelt da der Alcaramba. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.